Okay, heute an meiner Seite der Peter Krämer, Reiseleiter bei uns seit 93. Seit 93, eine lange Zeit. Wohin gehen deine meisten Touren? Alpenraum und, muss ich nachdenken, Alpenraum. Okay, also der Peter ist bei uns für die harten Sachen zuständig, Trekking. Liebhaber, ne? Kann man so sagen, ja. Genau. Und morgen geht's, glaube ich, auch schon wieder weiter. Morgen geht's nach Oberstdorf. Das ist der E5. Danach, das ist so ein Tag später, bin ich von der Zugspitze zum Gardasee unterwegs. Okay. Und dann noch eine Trekkingreise. Das ist so nach langen Jahren mal wieder so ein 6000er. Indien, Stockkangri. Ah, okay. Was machst du denn? Also, du machst Reiseleitungen bei uns, das haben wir jetzt gehört. Genau. Und machst du nebenbei noch andere Sachen? Genau, ich mache dann halt auch die Messen für Wikinger und die Wikinger-Treffen. Okay. Würde mich freuen, wenn man dann halt vielleicht mich auch anspricht auf diesem Wikinger-Treffen. Ich weiß gar nicht, wie viele Städte wir sind. 14, 15? 15 sind es dieses Städte, Jahr, ja. Genau. Also, ein Reiseleiter zum Anfassen. Kann man so sagen. Und der halt auch relativ viel unterwegs ist. Ne? Okay, und halt auch viel Kundenkontakt, wenn du auf den und, triffst, auf den ja, Reisen. Also viele Stammgäste habe ich auch. Okay. Und viele Gäste, die halt auch mal andere Sachen wissen möchten, weil ich nicht nur, also Treckenreisen mache ich mache noch ein bisschen Italien, Reunion und sowas. Okay, also und schon dann breit auch, genau. Und wenn du privat unterwegs bist? Ja, das ist so, werde ich oft gefragt, das ist so eine Standardfrage okay. von Gästen. Ja. Da sage ich immer, ich mache eigentlich das Gleiche, was ich beruflich mache, mache ich auch privat. Okay. Also ich wandere mit meiner Frau durch die Alpen oder auch nächstes Jahr fahre ich nach Neuseeland. Cool, aber dann für eine längere Zeit wahrscheinlich. Für 4 Wochen. Okay. Auch wandern, natürlich. Natürlich. Ja, dann, wenn ihr Lust habt, den Peter mal persönlich kennenzulernen, wie gesagt, auf den Wikinger-Treffs und auch auf den Messen dieses Jahr wieder vertreten oder auf den einzelnen Reisen. Genau. Würde mich freuen. Top, ja. Oder? Mit manchen läuft es. Genau.